Moin Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Heute spielen wir wieder LSPDFA, heute mal was anders wieder hier, weil es sich wieder gewünscht wurde auf dem Motorrad. Ich habe mich hier wieder in Schale geworfen, auch in Real Life, ja, seht ihr ja. Und wir werden heute hier wieder in Los Santos auf Streife fahren mit dem Motorrad. Heute ist wieder wunderschönes Wetter und hoffentlich ist bei euch auch wunderschönes Wetter und ich würde sagen, es geht los, wir gehen mal auf Streife. Ich bin mal gespannt, was wir heute alles für Einsätze bekommen. Aber bevor wir jetzt hier richtig anfangen zu arbeiten, muss ich erstmal hier zu Up in Adam. So, was gibt's denn hier? Gibt's ein Angebot oder was? Triple Burger, das hört sich gut an, das mache ich. Hallo, ich möchte bitte... Hallo, ist hier wer? Ich möchte einen Triple Burger für 3,65, ja? Mach mir den fertig. Soll ich den hier abholen oder geht's noch weiter? Oh, ich glaube, ich muss den hier abholen. Warte, nochmal zurück. Ah, das ist der. Das ist der. Ist, ne, ist Bacon. Doch, das ist Bacon Triple Cheese Meal. Jumbo Shake. Alter. Okay, wir fahren jetzt einfach mal los. Also, das ist eine Frechheit. Hallo? Hört einfach zu oder was? Schon zu früh morgens. Ah, wir haben noch 10 Uhr. Hä? Vielleicht hat diese Scheiße hier noch gar nicht auf. Oh, darf man hier lang fahren? Doch. Auf dem Fußgängerweg. Aus dem Weg. Wir gehen hier mal wieder und wir schleusen uns wieder in den Verkehr hier ein. So, ich bin jetzt mal heute wieder sehr gespannt, was wir heute wieder für kuriose Einsätze bekommen oder auch normale Einsätze bekommen. Was ist das denn für eine Werbung? Smell the part. Okay. Jo, lassen wir einfach so stehen, oder? Lassen wir am besten einfach so stehen. Alter, wie lange... Ach, guck mal, hey, es ist... Ah, jetzt ist grün, perfekt, perfekt. Ja, oh, so eine Sprite-Werbung einfach. Holy shit, das sieht lecker aus, muss ich ehrlich zugeben. Ah, da würde ich jetzt ein bisschen, da werde ich ein bisschen durstig. So, wir schauen mal. Sollen wir eine Routinekontrolle mal machen? Oh, da sind ordentlich viele Biker. Hier ist einfach so eine Biker... Holy shit. So eine Biker-Family, lul, mega nice. Aber die fahren alle ordentlich, da muss ich auch nicht anhalten. Das muss ich ehrlich sagen, die fahren ordentlich, so wie es soll. Das freut mich. Okay, hier parkt ein Auto. Das ist aber auch ganz okay hier alles. So, ich biege jetzt hier mal ab, mal schauen. So, wow, okay. Ja, der kommt mir ein bisschen schnell vor, der Schwarze. Den werden wir einmal aus dem Verkehr ziehen. So. So, dann fahre ich mal vor ihn. Vor ihm. Alter, ich bin gar nicht mal so schnell. Ich komme gar nicht mal hinterher. So. Hallo? Oh, na, warte, ich muss nochmal hinter ihm fahren. Wieder lost hier. Achtung. Oh, Mann. Ich darf den jetzt nicht verlieren. So. Den hier möchte ich einmal anhalten. So. Perfekt. Okay, okay, okay. Leute, wir müssen aufpassen. Wir sind hier Polizei. Polizei, wir müssen aufpassen, dass jetzt hier uns auf jeden Fall nichts passiert. Wir steigen einmal vom Motorrad ab. Okay, ich würde erstmal sagen, bevor wir hier irgendetwas machen, würde ich einmal erstmal die Person... Okay, der heizt auf. Das heißt doch nichts Gutes, oder, Leute? Das kann doch nichts Gutes heißen. Hallo? Haben Sie hoffentlich einen schönen Tag, ja? Ich möchte gerne, dass Sie aussteigen. Wäre das für Sie okay? Ich glaube, das müsste okay sein, oder? Einmal bitte aussteigen. Danke. Ich mache hier mal Slow Down den Traffic, bevor hier noch irgendwer gleich reinfährt. Das wäre vielleicht nicht so günstig. Hallo, hier, hier, Mister. Können Sie mir bitte einmal folgen? Weil hier auf der Straße ist vielleicht ein bisschen doof. Kommen Sie mal hier an die Seite. Danke. So, hoffentlich haben Sie einen schönen Tag. Heute ist welcher Tag? Montag, genau, richtig. Und wie früh haben wir? 10 Uhr, ja, genau, 10 Uhr. Sie haben ein schönes Auto, das muss ich erstmal sagen. Gut aufgetunt. Welche Marke ist das? Honda? Wahrscheinlich. Ich würde erstmal ganz kurz Ihr Fahrzeug checken lassen. Eine Chester. Okay, Model ist eine Chester, Plate Number 62VXN234. Owner Luigi Colutti.
Mega nicer Name. Und hat auch noch keine Bestrafungen. Oder was heißt Bestrafungen? Keine Warnzettel oder sowas von bekommen. So, dann werde ich auch einmal ihre Daten checken. Okay, I need a status check on John Gardner. Das heißt, okay. Das heißt, er ist jetzt nicht der Führer des Fahrzeugs, weil das Fahrzeug auf einen anderen Namen ist. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Weil gerade stand ja hier Luigi und das ist nicht Luigi. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber ist halt so. Driver License are suspended. Das geht auf jeden Fall nicht. Da werden wir ihn einmal mal fragen, warum das so ist. Ah, Crested Pete. Vehicle? War das Vehicle? Do you the owner? Sind Sie der Führer des Fahrzeugs? Absolutely. Der ist ja sehr sicher, dass er es ist, auf jeden Fall. Dann gibt es hier noch Registration Expired. Das ist ja nicht expired. Dann fragen wir mal, was tun Sie? Sind Sie gerade auf dem Weg zur Arbeit oder was machen Sie hier gerade? Ach, Sie warten auf einen Freund im Auto oder beim Fahren oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist jetzt etwas komisch, aber okay. Haben Sie vielleicht etwas getrunken, weil Sie sind ein bisschen schnell gefahren? Das ist jetzt einfach nur so eine normale Frage. Okay, Alkohol ist nicht gut für Ihr Leben oder für Ihre Gesundheit. Das stimmt natürlich. Da stimme ich nur zu. Okay. Wohnen Sie hier irgendwie in der Nachbarschaft oder wie ist das hier bei Ihnen? Okay. Perfekt. Er wohnt hier nicht in der Nachbarschaft. Dann frage ich mal, haben Sie Waffen bei sich? Weil ich will jetzt wirklich nicht, dass Sie, wenn ich Sie untersuche, dass da irgendwie Waffen auftreten. Okay, dann würde ich Sie einmal bitten, sich umzudrehen und einmal die Hände nach oben zu lassen. Ich werde Sie einmal durchsuchen. Wissen Sie, ob Sie vielleicht spitze Gegenstände bei sich haben? Haben Sie wohl nicht? Okay. A small bottom containing a clear liquid. Okay, das werden wir gleich einmal durchsuchen. A wallet und a matches. Okay, danke. Können Sie einfach hier bleiben? Ich checke mal eine Sache hier. So, jetzt gehe ich mal zu meinem Motorrad und checke mal, was er denn da bei sich hatte. Weil irgendwie ist das ein Stoff, der jetzt nicht gekennzeichnet worden ist. Und deshalb müssen wir ihn einmal testen, welche Droge das vielleicht auch ist. So, dann schauen wir mal. Okay, das ist negativ aufgefallen. Das ist okay, gut. Das ist toll. Das ist schön. Okay, und jetzt nochmal den PCP-Test. Oh, die ist drunk. Oh mein Gott, die muss ich gleich anhalten noch. Auch negativ. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das heißt, es ist nichts davon? Hallo Miss. Können Sie einmal hier bleiben? Ich komme gleich zu Ihnen. Ich muss einmal den Mann noch hier weiter befragen. Okay, gut. Ich würde mal sagen, für Sie ist hier erstmal Ende im. Ist jetzt mein Google angegangen, weil ich okay gut gesagt habe. Typisch. Warum geht man. Leute, sind eure Handys auch angegangen? Ich schmeiße jetzt mein Handy weg. Ich darf es ja gar nicht sowieso bei mir haben, weil ich hier im Dienst bin, Leute. Ich bin im Dienst. Ich glaube das gar nicht. Ich würde hier einen Drogentest machen. Ich mache einen Drogentest. Einmal ganz kurz einen Drogentest wollte ich bei Ihnen durchführen. Ist das für Sie okay? Wahrscheinlich schon. Alter, warum rammen die sich hier alle? Was ist denn hier los? Danke, danke. Okay, alles negativ. Ich würde sagen. Haben Sie noch einen schönen Tag? Sie dürfen weiterfahren oder warte mal. Bevor er weiterfahren darf, checke ich einmal nochmal das. Leute, fährt doch mal normal hier, Alter. Was ist mit denen los? Die können hier gar nicht fahren. Ich checke einmal nochmal das Fahrzeug von Ihnen, ob alles okay ist. A human skull? Uff. Okay. Gut. Aber sonst ist alles gut. Deshalb würde ich auch sagen, Sie dürfen weiterfahren. Haben wir noch einen schönen, angenehmen Tag. So. Ja, okay. Alter, warum ist er barfuß? Darf er barfuß fahren? Ich glaube nicht, egal. Haben wir jetzt nicht gesehen. Hallo Miss, Sie sehen mir ein bisschen betrunken aus. Haben Sie vielleicht etwas getrunken? Ach, Sie trinken keinen Alkohol, Leute. Na ja, dann ist ja alles gut, da können wir ja wieder abhauen, ne? Was tun Sie hier? Weil Sie sehen ein bisschen beschoppt aus. Ach, Sie warten auch wieder auf eine Freundin oder so einen Freund. Gut. Das freut mich natürlich. Warten Sie ganz kurz. Ich muss hier mein Motorrad mal ein bisschen umparken, dass hier der Verkehr wieder laufen kann. So, wuff. Oh, ein schönes Haus da, Lul. So, ich würde sagen, ich kann den
Traffic wieder clearen. So, Sie sind mir ein bisschen geschockt. Ist das okay, wenn ich dann vielleicht, ganz vielleicht, einmal einen Alkoholtest machen kann bei Ihnen? Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Einmal hier rein, pusten bitte. Bitte tun Sie das für mich, weil es sieht wirklich aus, als würden Sie. Sie hat keinen Alkohol. Ja, okay, dann hat sie totalen Drogeneintuss. Aber was für ein Drogen? Alter, wie viele. Was hat sie alles für Drogen genommen? Jetzt bin ich echt gespannt. Was hat die alles für Drogen genommen? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Gar keine? Hä? Ist sie irgendwie. Hat sie Schmerzen oder was? Holy shit. Ihnen geht's nicht gut. Ich glaube, ich rufe Ihnen einmal einen Notarzt. Ich rufe hier einen Notarzt, Leute, weil, das sieht mir nicht gesund aus. Okay, da kommt sie auch schon. Uff. So, da kommen die Kollegen. Ja. Ich würde mal sagen, sie werden vom Krankenwagen mitgenommen. So. Da rennt. Alter, das ist wieder ein sehr lauter Typ. Okay, nehmen Sie die bitte mal mit, ja? Haben Sie noch einen schönen Tag. Blaine County. Fire Risks. Risks. Okay, ja. Dann nehmen Sie mal mit, ja? Gut. So, wir können dann hier die Sirenen wieder ausmachen. Okay, gut, die wird mitgenommen. Perfekt. Dann fahren wir weiter. Das haben wir dann schon mal erledigt. Oh, eine Villa-Gegend wieder hier. Holy shit. Hier ist immer irgendwie irgendwas los, kann das sein? So, warte mal. Ich blinke. Blinken muss sein. Oh, da ist ein großes Flugzeug, eine A380. Mit der sind wir auch geflogen. Wenn ihr euch das Video noch nicht angeschaut habt, könnt ihr das gerne tun. So, ich habe auch natürlich, Leute, eine LSPDFA-Playlist, die ihr euch gerne anschauen könnt. Oh, die machen da Yoga oder was? Alter, ohne Spaß. Finde ich richtig nice. Also am Morgen so eine schöne Yoga-Stunde ist wahrscheinlich eigentlich ganz cool. Ich habe es noch nie gemacht. Aber ich glaube, für die Erfahrung ist das schon eine nice Sache, oder, Leute? Ist das schon cool. Sowas macht man immer im Urlaub, ne? Naja. Wir haben Dienst. Wir dürfen jetzt hier nicht Yoga machen. So, also wir müssen hier halten. Eins, zwei, drei. Links, rechts gucken. Und dann fahren wir hier Richtung Strand wieder. Strandpromenade. Oh, wir sind in einer Einbahnstraße drin. Upsi. Ah, ja. Weil wir machen mal ein bisschen auf Assi. Und fahren hier mal raus. Ah, ja. Gut. Ich glaube, mach hier mal einen Speedtest, oder? Ich hau mal hier einen Speedtest raus. Da geht das bei dem Auto nicht? Kann sein, dass es bei dem Auto nicht geht. Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, gut. Egal. So, dann fahren wir mal weiter. Und schauen wir uns das hier nochmal an, ob hier noch mehr Verbrechen herrscht. Ich schau mal, ich frage mal die Leitstelle, ob es einen Auftrag gibt für mich. Okay, in der Nähe jetzt nicht. Officer Impersonant. Okay, da fahren wir mal hin. Dann mache ich mal auf Code One. So, wir dürfen hier mit Sonderrechten ein bisschen voranfahren. Trotzdem müssen wir uns ja an die Regeln halten, natürlich, Leute. Claro. Also, Suspicion Pullover. Okay. Das müssen wir uns jetzt hier mal. Okay, da hinten ist es wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Achso, das ist ja gar kein Polizist da, oder? Das ist ja kein Polizeiauto. Ah, also eine Fake. Ist das eine Fake-Sache hier? Oh mein Gott! Die schießt auf mich! Shots fired. Ich würde sagen, ich mache direkt auf Schusswaffe, oder? Ja, ich mache erstmal das hier. Polizei, runter! Runter mit der Waffe! Ja, okay, wir brauchen einmal sofortige First Response Medic. Dann schließe ich hier einmal die ganze Straße. Stop the traffic. Ja. Alter Schwede. Ich check's nicht. Warum? Warum schießt man auf mich? Na gut, in diesem Fall wollte sie natürlich wahrscheinlich flüchten. Okay. Da kommt der Medic wahrscheinlich jetzt. Okay. Ich glaube, ich muss erstmal das Fahrzeug einmal überprüfen, ob da noch irgendwas drin ist von der. Da kommt der Medic. Ach so, das sind die jetzt. Okay, egal.
Police Radio Scanner sogar und Handscuffs. Handschellen noch. Okay, der Wagen muss einmal abgeschleppt werden. Der Tow Truck, a small tow truck, bitte. Ich glaube, für das Auto brauchen wir auch einmal einen Tow Truck. So. Hallo. Das sind jetzt die ersten und Schnellhelfer hier. Hoffentlich können die noch helfen. So. Okay, danke, danke. Okay, die helfen ihr jetzt. So, die beiden Autos werden jetzt abgeschleppt. Eieieiei. Hey, was hängt denn hier runter? Was ist das denn? Alter Schwede. Die Arme, Alter. Die ist einfach gestorben, Mann. Aber da ist sie auch ein bisschen selber schuld. Aber sie ist tot. Die ist tot. Da kann man nichts mehr machen. Da kann man nichts mehr machen, Alter. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber, ja. Da konnte ich auch nichts tun, außer sie zu erschießen. Ich werde nochmal ihren Körper durchsuchen, ob da noch irgendwie andere Sachen noch sich irgendwie befinden. Bei sich irgendwie noch Personalausweis dabei hatte. Okay. Kids, Plastic Police Badge und Loaded Pistol. Das ist natürlich sehr gefährlich. Wir holen uns hier einmal ein Corona her. Elisabeth Marvin Nikes. Danke Leute, dass ihr um mein Motorrad fährt, aber bitte nicht die Leiche umfahren, ja? Das wäre nett. Vorbildlich, vorbildlich, danke. So, hier ist auch noch mein Auto, was wahrscheinlich abgeschleppt werden muss, weil die Person geflüchtet ist. Das werde ich dann auch noch mal hier einen kleinen Tow Truck anfordern. Sonst bin ich hier fertig, oder? Müsste ich fertig sein. Damit muss man natürlich auch immer rechnen, ne? Mit sowas. Okay, hier wird alles noch gemacht. Ich kann hier Clear the Traffic wieder machen. Und ja, dann sind wir hier auch wieder fertig. Das Auto wurde abgeholt. Hier sind nochmal die Medics unterwegs. So, ja, perfekt, oder? Das war doch mal richtig nice. So, okay. Just like the cause of death. This was shooting by a handgun. Ja, das war ich. Notwehr. Es war auf jeden Fall Notwehr. Und da konnte ich könnte mit Taser handeln und hätte es vielleicht verhindern können, aber ich musste schnell reagieren und das war leider so. Hätte ich noch eine Möglichkeit, mich zu verschanzen hinter einem Auto, würde ich vielleicht erstmal den Taser und Verstärkung holen, aber da konnte ich leider nur an der Schusswaffe Gebrauch machen. Hier fahren viele Range Rovers rum. Die sind hier wohl sehr beliebt. Sind ja auch wirklich coole Autos. So. Okay, dann frage ich nochmal, ob die hier noch weitere Einsätze für mich haben. Habt ihr noch was für mich oder was? Ah, ne, erstmal noch nicht. Okay. Ich frage nochmal an. Sonst können wir hier, glaube ich, noch weiterfahren. So. Doch, oh, okay. Wir haben hier eine flüchtige Person, die noch bewaffnet ist. Ich weiß nicht, ob das so ein Einsatz für uns ist jetzt hier auf der Streife, auf dem Motorrad. Aber was muss, das muss. Oh, 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 okay, 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 das sieht schlimm aus. Da brauchen wir einmal Verstärkung. Ultimate Backup, bitte. Einmal einen Hubschrauber noch anfordern. Okay, die befinden sich jetzt hier. Es sind vier Personen. Es sind vier Personen. Ja, Polizei! Runter! Wir müssen jetzt hier eigentlich. Die Kollegen kommen jetzt hoffentlich. Ich hole direkt immer ein SWAT-Team dahinterher. SWAT-Team ist schon wichtig jetzt, glaube ich. Deshalb und ich stoppe den Verkehr hier. So, Polizei! Stehen bleiben! Nicht aus dem Auto bewegen! Okay, die halten noch. Meine Kollegen hoffen. Ja, guck, da ist ein Kollege. Was, wo sind die? Okay, warte, ich darf jetzt nicht anfangen zu schießen, einfach so. Ich darf mich jetzt auch nur ganz langsam rantasten. Ich bin aber alleine und keiner kommt, meiner Kollegen. Die parken irgendwo da hinten. Irgendwie sind die noch nicht bei mir angekommen. Ich hole nochmal
paar Kollegen hier hin. Haben wir nochmal ihr Snows-Team vielleicht? Hallo, ich habe hier den Verkehr gestoppt, Alter. Warum hängt ihr hier noch rum? So, okay, ich werde das jetzt lösen. Einmal raus aus dem Fahrzeug. Raus aus dem Fahrzeug. Raus. Raus aus dem Fahrzeug. Sofort. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Er kann das noch aus, okay. Okay, Sie sind bewaffnet. Sie sind bewaffnet. Bleiben Sie schön da, wo Sie sind. Nicht bewegen. Sie sind festgenommen. Wie alle anderen natürlich auch. SWAT-Team, ihr habt noch was zu tun. Hallo. Da sind noch drei schwer bewaffnete Leute drin. Hauen einfach ab, weil ich glaube, es hackt. So, sie werden erstmal direkt abtransportiert. Von Merryweather sind das, Kollegen. Raus! Aus dem Fahrzeug. Alle! Alle! So, auf den Boden. So, auf den Boden einmal. Okay, sie haben alle Handwaffen bei sich. Sie sind auch festgenommen. Alter, Leute, 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 chillt mal, chillt mal, chillt mal. What's going on? Ey, Leute, also danke für eure Unterstützung. Also, klar, also danke, ne? Nochmal. So, sie sind auch festgenommen. Aber das ging doch hier, die haben nicht geschossen. Alles ging geschmeidig, butterig ab hier. So lobt man sich das doch, Leute, oder? So lobt man sich das. So, sie sind festgenommen. Sie werden auch einmal abtransportiert. So, da kommen noch mehr Kollegen. Jetzt noch der letzte hier. Haben wir alle. Raus aus dem Fahrzeug. Und jetzt einmal auf den Boden. Leute, was macht ihr hier? Ich habe hier alles gestoppt. Und Alter, wie viele Kollegen sind hier denn, bitteschön? So, sie sind auch einmal festgenommen. Wir haben jetzt alle Personen hier festgenommen. So, perfekt. Sie werden auch einmal abtransportiert. So, dann checke ich auch einmal nochmal das Fahrzeug. Searching this vehicle. Okay, da war alles gut. Das wird dann einmal von einer Insurgency, von einem Insurgent abgeholt. Dann würde ich sagen, wir klären, dass die Leute hier wieder abhauen können, die jetzt hier an der Seite fahren. An der Seite sind. So, danke, dass ihr hier gekommen seid, Kollegen. Das freut mich sehr. So, alle dürfen wieder fahren. Alles ist wieder gut. Ja. Keine Schüsse sind gefallen. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Alle Personen wurden mitgenommen und abgeholt. So. Das war's von dem Einsatz. Der ging auch butterweich. Also heute haben wir echt einen guten, chilligen Tag hier. Muss man auch einfach mal so sagen, ne? Hier ist sogar noch der Helikopter, der irgendwie nichts gemacht hat. Danke dafür auf jeden Fall. Ihr seid die besten Kollegen. So. Aber bis hierhin haben wir alle Leute festgenommen. Und es lief alles einwandfrei. So lobe ich mir das. So, wir wollten ja eigentlich zum Strand fahren, ist jetzt schon etwas später geworden. Das tut mir auch ein bisschen leid, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir haben hier das Verbrechen bekämpft. Das ist schon mal eine geile Sache. Und ja. So, ich ende mal den Call-Out. Boom. Call-Out ends, please. So. Wow, was mache ich denn jetzt hier? So. Perfekt. So, dann frage ich hier nochmal nach dem letzten. Gibt es aber gerade im Moment nichts. Okay. Weil wahrscheinlich der letzte noch nicht fertig ist, wird mir hier auch gerade kein neuer gegeben. Ist natürlich auch selbstverständlich, ne? Ist auch selbstverständlich. Gut. So, das heißt, wir achten hier nochmal ein bisschen auf den Verkehr, auf ein paar Personen. Und dann kann die Leitstelle uns erst später wieder Aufträge geben.
So, oh Gott, hier ist rot. Wir dürfen nicht über rot fahren, Leute, auch wenn wir Sonderrechte hätten. Dann darf man das, aber gerade im Moment ist es natürlich verboten. So. Sind hier noch irgendwas Autos-mäßiges? Nee. Sieht echt heute alles sehr clean aus. Das freue ich mich natürlich. Ein ganz ruhiger Tag heute. Keiner ist, außer eine Person ist leider von uns gegangen heute. Sonst lief aber eigentlich alles. So. Perfekt. Das freut mich sehr. Das freut mich. Parkt der hier? Nee. Halt, der hält hier, okay. Ich hab schon gedacht, Alter. So, dann schauen wir uns mal hier die Gegend noch ein bisschen an. Oh. Sieht alles ganz gut aus. Hier sind Bettler, paar Bettler. Oh, da ist einer auf dem Boden. Schauen wir das hier mal an, ja. Ich schaue mir das hier mal an. Das sieht nicht mehr gut aus, Alter. Das sieht nicht mehr gut aus. Aber alle drei Personen sehen nicht mehr so gut aus. Hallo Jungs. Hallo Männer. Können Sie einmal aufstehen gegen das? Hallo. Haben Sie was getrunken? Sie sehen ein bisschen versifft aus. Ich wollte einfach nur ganz kurz ein paar. Ich wollte mir einfach nur gewissern, dass es Ihnen gut geht. Haben Sie irgendwas Illegales bei sich? Nein, Sie sind ein guter Citizen. Das hoffe ich ja. Können Sie sich einmal umdrehen? Ich würde Sie einmal durchsuchen. Eine ganz normale Kontrolle. Die anderen sehen aber auch nicht besser aus, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Eieiei. A Burn Meth Pipe. Soweit, so gut. Dann mache ich einmal einen Drogentest. Sonst würde ich Sie nochmal ins Krankenhaus bringen. Wenn zu viel Alkohol im Spiel war jetzt. Danke. Auch alles negativ. Oh, dann haben wir noch einen schönen Tag, ja? Okay. Dann haben Sie ein Auge auf mich. Viel Spaß dabei. So. Oh, ich würde dem gerne ein bisschen Geld geben. Ich habe auch. Was steht da? Oh. Hey. Okay, haut ab. Das müsste ein Zeichen geben. Er haut auch ab. So, bleiben Sie mal bitte stehen. Polizei, ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht bei dem. Aber der ist abgehauen, ohne dass ich was gemacht habe. Hallo? Der haut mir jetzt auch ab sogar. Können Sie einmal stehen bleiben, bitte? Stopp. Stoppen Sie. Einmal stehen bleiben. Polizei. So, hey. Stoppen, Polizei. Stehen bleiben. Stehen bleiben, Polizei. Geht's dir nicht gut? Einmal, wir brauchen sofort eine Ambulanz hier. Ich hole direkt eine Air-Ambulanz, scheiße. Verdammt. Das ist auch ein schwaches Herz wahrscheinlich. Kommt schon. Ich versuche ihn wieder zu beleben. Ich muss es versuchen zumindest. Die Ambulanz kommt jetzt. Ich habe schon Geld von dem eingesammelt. Das kann nicht gut werden, Leute. Das tut mir echt. Oha. Was ist das denn für ein Auto? Krass. So, kommt, Leute. Schnell beeilt euch. Da kommen sie runter. Nicht gut aus, Alter. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das muss ich ehrlich auch so zugeben. Das sieht wirklich nicht gut aus. Verdammt. Jetzt machen sie Herzdruckmassage. Wahrscheinlich wird das. Er ist alive. Okay, nice. Wir haben es geschafft. Er lebt wieder. Er lebt wieder. Wir haben es geschafft. Oh, shit. Wir haben es geschafft, das mache ich mir jetzt ein bisschen. Wow! Glücklich, okay. Perfekt, perfekt. Ihr bringt ihn ins Krankenhaus, ne? Okay, schön, fein, fein. Was ist das für ein Fahrzeug? Ich muss das einmal ganz kurz checken, bevor ich irgendwas noch mache. Request Vehicle Check. Ich checke das mal, weil das sieht echt heftig aus, Mann. Expired! Toll!
Das ist toll. Und es ist auf eine Jessica Smith. Ach, weißt du was? Das Fahrzeug wird einfach abgeschleppt. Ne? Wir sehen uns dann bei der Polizeistation. Ne? Ah ja, so toll, Leute. So toll. So. Die hocken da wieder auf dem Boden. Ja, lassen wir sie auf dem Boden hocken, hä? So, heute ist aber hier am Pier nicht so viel los, auch wenn das Wetter eigentlich heute ganz toll ist. Hier ist ja gar nichts los heute. Oha. Kennt man gar nicht, wahrscheinlich wegen Corona auch alles, ne? Naja. Corona, Morona. So, Leute, das war's aber von einer weiteren Folge hier von LSPDFA. Heute wieder ganz schön knackige 31 Minuten. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr wollt hoffentlich auch mehr sehen auf meinem Kanal. Mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht, hier auf Streife zu sein. Hier in GTA 5 in Los Santos. Ihr habt weitere Vorschläge, was ich hier noch alles machen kann. Und ihr habt bis hierhin geschaut, dann schreibt Hashtag LSPDFA unten in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Video am Mittwoch wieder. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.